Hallo Leute, heute werden wir mal über Inklusion nochmal reden, ob das eigentlich wichtig ist oder eigentlich eher unwichtig ist. Die heutige Gesellschaft, würde ich einfach mal so sagen, Inklusion ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig geworden. Auch Menschen mit einer Behinderung oder mit einer Einschränkung, egal ob der einen Rollstuhl sitzen tut oder irgendein Handicap hat, zum Beispiel der kann nicht lesen, soll ja auch auf eine normale Schulbildung also ermöglicht werden, dass er eben auch die freie Arbeitsmarke eben hin kann. Und wie ich schon gesagt, den Mindestlohn, also in Werkstätte für Menschen mit Behinderung, gibt es ja leider keinen Mindestlohn. Dort der aktuelle Stundenlohn ist da ungefähr bei 1,30 €. Deswegen verdient man dort dann eben nur 1,30 € die Stunde. So ist das circa ausgerechnet. Könnt ihr gerne mal kommentieren, ob Inklusion für euch wichtig ist oder nicht. Oder ob ihr jetzt in eure Schule zum Beispiel, in eure Klasse zum Beispiel, Menschen habt mit irgendeiner Behinderung zum Beispiel, könnt ihr gerne mal kommentieren. Könnt mir gerne wissen lassen. Ich würde sagen, Inklusion ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig in unserer Gesellschaft. Nur die Umsetzung, die ist eher weniger gut, weil eben die meisten Lehrer sind dafür nicht ausgebildet. Es gibt auch so wenig Personal, um für jede einzelne Schüler eben sich zu kümmern. Weil früher war es ganz oft so, die Schüler, die nicht mitgekommen sind, wurde einfach hängen gelassen, besonders Menschen mit einer Behinderung oder mit einer Lernschwäche besonders. Aber die meisten Schulen haben immer noch nicht die Möglichkeit, um Menschen mit Behinderung, sag ich mal, aufzunehmen, weil die Schule, sag ich mal, einfach nicht dafür gebaut sind. Oder viele Schulen sind dafür einfach nicht gebaut. Zum Beispiel Rollstuhlfahrer würde an unserer Schule hier, unserer Ort schon scheitern, weil dort in die gesamte Schule gibt es eben leider keinen Aufzug. Für nach oben zu fahren zum Beispiel gibt es dort einfach leider nicht. Und dort haben Rollstuhlfahrer, wenn die auf eine höhere Etage hin müssen in die Schule, auf jeden Fall deutlich ihre Probleme. Und in die meisten Schulen, die ich kenne, zum Beispiel unsere hier, wie ich schon gesagt habe, sind nicht unbedingt barrierefrei und für Rollstuhlfahrer schon gar nicht. Und dort sind dann ein Teil die Probleme, die aber auf jeden Fall gelöst werden müsse. Und das andere Problem ist halt, wie gesagt, dass Personalmangel an Lehrer zum Beispiel gebe, dass zum Beispiel viele Lehrer einfach nicht dafür ausgebildet sind und dass die Förderlehrer, die halt eben dort sind, viel zu wenige sind. Normalerweise sollte es ja sein, dass ein normaler Lehrer für die normalen Schüler da sind und 1 bis 2 Förderlehrer in die Klasse, die da einzeln um jedes Schüler kümmern müsse, die hier Hilfebedarf habe. Aber das Ganze ist leider nicht immer so. Leider fehlt ganz oft der Förderlehrer zum Beispiel oder zum Beispiel ein Förderlehrer langt dafür einfach nicht aus. Und die können einfach dann nicht mehr Förderlehrer, sage ich mal, beschäftigen, weil eben die finanzielle Möglichkeiten aktuell noch nicht dafür gäbe ist, um das eben, sag ich mal, richtig durchzusetzen. Natürlich gibt es auch einige Schulen, wo das wunderbar klappen tut. Aber man hört natürlich immer wieder, dass eben auch Schulen geben tut, wo das nicht ganz so rund klappen tut und dass auch viele Lehrer dort teilweise auch überfordert sind. Nach dem Umwandel, dass auch viele Förderkinder jetzt plötzlich auf heute auf morgen, sag ich mal, in die Schule reinkommen. Natürlich auch irgendwo verständlich, dass auch viele normale Lehrer, sag ich mal, absolut überfordert sind mit dem neuen Wandel, der eben gekommen ist. Da muss der Staat sich einfach um kümmern, dass der eben genügend Lehrer, also neue Lehrer, ausbildet und auch die normale Lehrer, sag ich mal, auch Ausbilder, die auch Förderkinder unterrichten können und dass die auch dann damit besser klarkommen. Und mit den verschiedenen Handicaps, sag ich mal, soll die auch, sag ich mal, dementsprechend eine Fortbildung gemacht werde oder eine dementsprechende Ausbildung, dass die eben auch mit den einzelnen Handicaps klarkommen.
wie zum Beispiel hat derjenige jetzt eine Lernbehinderung oder eine geistige Behinderung oder im Rollstuhl vielleicht oder andere Behinderung, kann die ja kurz mal aufstellen, wie zum Beispiel hörgeschädigt oder auch andere Sache. Da muss man teilweise noch Gebärdensprachen können für die Leute, die da nicht hören können. Wäre zum Beispiel auch sehr gut angebracht. Könnt ihr gerne mal eure Meinung rüber, gerne mal die Kommentare mir gerne mal wissen lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Könnt ihr gerne nochmal ein Upvote geben. Und dann sage ich mal, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute, und haut rein!